Für meine Familie und mich ist das auch Herzblut. Wir freuen uns jedes Jahr, wenn die Busse herkommen. Das ist toll. Unser Herz schlägt für Lille Wortkopf. Die Atmosphäre, der Zusammenhalt von den Betreuern, aber auch mit den Kindern und die Möglichkeiten, die wir haben, die Ferien so schön für die Kinder zu gestalten, wie zum Beispiel die Shows und die anderen Programmpunkte. Also ich fand am coolsten die Beachparty unten am Strand. Ich fand auch das Schwimmen gehen, die Beachparty und auch der Hoteltag hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand, mir haben am besten die Dorfabende gefallen, wenn wir dann am Lagerfeuer saßen und so. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde gerne wieder mitfahren, weil man viele tolle neue Leute kennenlernt und weil es einfach sehr viel Spaß macht. Das Essen am Hoteltag fand ich am besten, weil da das Essen auch richtig lecker war. Insgesamt eine schöne Umgebung ist. Auf der einen Seite ganz viele Felder und auf der anderen das Meer. Das ist auch schon sehr cool. Obwohl hier eigentlich überhaupt nichts steht, wie aus diesem Ort an der Felsklippe einfach so viel machen. Und es ist eigentlich nur eine Wiese, aber dass wir mit dem Programm das hinkriegen, dass die Kinder einfach 2 Wochen voller Erinnerungen hinkriegen und wir ja, einfach nur für die Kinder da sind und eine gute Zeit haben. Und dass man mal zeltet, das ist auch sehr cool. Dann findet man halt auch schnell Freunde in den Zelten. Ich fand die Feuershow am coolsten, weil es war sehr witzig und ich fand es cool gemacht. Sehr nett waren, hilfsbereit und man immer auf die zukommen konnte. Richtig nett und hilfsbereit. Also ich fand nett, hilfsbereit und sie haben sich halt gut um uns gekümmert. Die Betreuer waren alle richtig nett. Ich bin gerne in Lille Wortkopf Betreuerin, weil ich als Teilnehmerin so viel Spaß in diesem Zeltlager habe und richtig Bock habe, das den Kindern zurückzubringen. Und ich finde es richtig cool zu sehen, dass die Kinder einfach eine gute Zeit hier haben mit uns und ja. Ich fühle mich wohl im Team, weil das ist zwar ein sehr großes Team, aber alle sind sehr offen und es besteht ein großer Zusammenhalt zwischen den Betreuern. Eine besondere Stimmung im Zeltlager ist auch, wenn wir den Aufbau, Abbau und die Instandsetzung machen. Dann kommen wir als ein Team hier vor Ort zusammen, haben die Möglichkeit, vieles auch auszuprobieren und wir schaffen wirklich, ein Zeltlager aufzubauen, abzubauen und das Haus und die Scheune außerhalb der Saison instand zu halten. Damit 6 Wochen Zeltlager für über 350 Kinder und Jugendliche überhaupt möglich sind, sind über 120 Leute das ganze Jahr mit dem Zeltlager Lille Wortkopf beschäftigt. Wir machen hier Jugendleiterausbildungen, um eine neue Generation an Jugendleitern zu finden. Wir machen Fortbildungen, wir machen Instandsetzungen, wir haben das große Jugendleitercamp hier. Alles, damit wir auf den Sommer vorbereiten können. Nach dem Sommer bereiten wir den Sommer nach und bereiten praktisch das nächste Jahr gleich wieder mit vor, damit auch im kommenden Jahr wieder richtig tolle Ferien hier möglich sind.